Mein Name ist Ulrich Döpper, ich bin Sammler von historischen Fahrzeugen und hier habe ich mich im Laufe der Jahre spezialisiert auf Halbkettenfahrzeuge der deutschen Wehrmacht. Häufige Fragen, die mir auf Treffen von anderen Sammlern oder auch vom Publikum gestellt werden zu den Halbkettenfahrzeugen, sind die Fragen, wie können diese Fahrzeuge überhaupt lenken, weil sie eigentlich Kettenfahrzeuge sind. Und die zweite Frage, die sehr häufig auftaucht, ist die Frage, warum hat man überhaupt Halbkettenfahrzeuge gebaut? Warum hat man nicht Kettenfahrzeuge gebaut, wenn man intensiv sich im Gelände bewegen will? Die eine Frage ist sehr schnell beantwortet. Man hat Halbkettenfahrzeuge gebaut, weil man schnell fahren wollte mit diesen Fahrzeugen und die Lenkung der Ketten über Bremsen letztendlich funktionieren, die auch schon mal schnell und ruckartig packen können, fangen können. Dann könnte man schnell auf einer Straße nicht fahren, weil man dann nicht die gerade Strecke regulieren könnte, sondern auf einmal ruckartig zum Beispiel in den Straßengraben fahren würde. Also braucht man die Gummiradachse vorne, um die Ideallinie zu erreichen. Und dazu hat man diese Gummiradachse vorne gebraucht bei den Halbkettenfahrzeugen. Die zweite Frage, wie diese Fahrzeuge lenken, die ist schon schwieriger zu beantworten. Wenn wir da einsteigen, ist das einmal ein Prinzip einer normalen mechanischen Lenkung. Diese mechanische Lenkung überträgt in irgendeiner Form die Lenkbewegung auf Lenkbremsen und die Lenkbremsen sitzen an einem Lenkgetriebe. Dieses Lenkgetriebe ist im Grunde genommen ein Differentialgetriebe. Und wenn ich jetzt eine Rechtskurve fahren will und die rechte Kurve und die rechte Seite dieses Differentials abbremse, nehme ich zum Beispiel 20% aus der rechten Seite raus, dann bringe ich 80% in die linke Seite rein und ich fahre dann automatisch meine Rechtskurve. Also die Fahrzeuge lenken also nicht im Gelände durch die Vorderradachse, sondern sie lenken durch ein Lenkgetriebe die Ketten, indem sie unterschiedlich schnell bewegt werden. Die Differenz dieser Lenkung, die besteht bei 5 Grad. Man fährt also die 5 Grad Rechtslenkung und 5 Grad Linkslenkung, fährt man über die Vorderradachse, die vom Gewicht her beim Fahrzeug vielleicht um 10% belastet wird. Kann man bei schnellen Geschwindigkeiten auf geraden Strecken schön mit ausgleichen. Man kann schön geradeaus fahren mit dem Fahrzeug. Und wenn man über 5 Grad einlenkt, wirkt automatisch diese Mechanik, die zum Beispiel bei einem Kettenkratt mechanisch angesteuert wird, die bei der Eintonner mit einer Hydraulik angesteuert wird. Darum kann man auch ein Eintonner-Fahrzeug fahren wie ein VW Golf, weil der hydraulisch unterstützt ist. Die bei der Dreitonner rein mechanisch angesteuert wird oder beim schweren Wehrmachtschlepper eben pneumatisch angesteuert wird. Das ist das einzige Fahrzeug, was pneumatisch angesteuert wird und zwar über Scheibenbremsen. Also beim Kettenkrad, bei der Eintonner, bei Dreitonner, Achttonner, alle diese Fahrzeuge werden über Backenbremsen angesteuert. Der schwere Wehrmachtschlepper wird über Scheibenbremsen angesteuert. Also die zweite Frage ist in dieser Form zu beantworten. 5 Grad rechts, 5 Grad links gehen über die Vorderradachse. Wenn es mehr sein soll, geht es über die Kette, indem man die eine Kette durch ein Differentialgetriebe schneller bewegt oder langsamer bewegt und so rechts oder links fährt. Die Lenkeinheit, die in diesem Bereich eine normale Lenkung von ZF der 30er und 40er Jahre des letzten Jahrhunderts ist. Hier wird das Lenkrad dran gebaut nach vorne. Wenn man hier dreht, sieht man hier, dreht sich die Lenkwelle. Dadurch wird die Lenkung betätigt nach rechts oder links und die Räder drehen sich nach rechts oder links. Was außergewöhnlich ist bei dieser Lenkung, zusätzlich ist dieser Teil hier angebaut. Das ist eine Drucklufteinheit von Nural. Die Lenkwelle geht durch in dieses Zusatzgehäuse. Und hier drin ist ein Hebel, den, ob ich jetzt nach rechts oder nach links lenke, drückt diese beiden Kolben hoch. In der Rechtslenkung wird dieser Kolben hochgedrückt und in der Linkslenkung wird dieser Kolben hochgedrückt. Und dann findet die Drucklufttechnik drin statt. Dann wird durch das Hochdrücken der Kolben wird in die rechte oder linke Lenkbremse Druck gegeben und sie wird mehr oder weniger stark abgebremst. Von hier aus werden also dann die Leitungen in die Lenkbremsen reingelegt, in die Scheibenbremsen und durch den Lenkeinschlag wird die Kolbenstellung hier beeinflusst und der Druck geht von hier aus in die Scheibenbremsen. Das ist die Schnittzeichnung des Druckluftteils der mechanischen Bremse, die an die mechanische Bremse angekoppelt ist, die uns bei der Restauration sehr geholfen hat. Sowohl dieses Kästchen als auch die Bremsen sind seinerzeit von der Firma Nural in Nürnberg gebaut worden. Nural ist heute noch eine Firma bekannt, ist heute in amerikanischer Hand.
produziert Autoteile, meines Wissens nach hauptsächlich Kolben, hat aber auch seinerzeit schon hauptsächlich Kolben produziert. Aber eben auch, wie wir hier wissen, man sieht die Zeichen hier drin, auch in den Bremsen, ist alles von der Firma Nyral produziert. Das ist die Lenkbremse. Rechte oder linke Seite ist egal, sind beide gleich. Das ist das Gehäuse mit der Bremsscheibe in der Mitte, die sich öffnet und dann bremst. Und das ist der innere Teil, der Kern, auseinandergenommen in die einzelnen Details. So, hier haben wir jetzt eine Lenkbremse. Wie gesagt, sie kann rechts oder links eingebaut werden. Das spielt keine Rolle, die sind beide gleich. Das ist das Bremsgehäuse. Das ist sehr schwer. Das ist der Innenteil der Bremse. Hier kommt die Druckluftzuführung rein. Hier hängt die Bremse, der Innenteil dann fest im Gehäuse. Und der Außenteil wird sich beim Fahren drehen. Die Besonderheit dieser Bremsen am schweren Wärmerschlepper sind einfach, dass es sich hier um Scheibenbremsen handelt. Und meines Wissens nach sind es die ersten Scheibenbremsen, die konstruiert worden sind. Diese Scheibenbremsen sind Baujahr 1943, 1944 und ich wüsste nicht, dass vorher in irgendeinem Fahrzeug Scheibenbremsen eingebaut worden wären. Sie sind natürlich ganz anders konstruiert als heutige Scheibenbremsen. Wir haben hier eine zweiteilige Bremse. Wir haben von außen die Bremsbeläge. Man sieht hier, mit diesen Schrauben sind die Federn eingeschraubt und die sind mit Querstegen wieder gesichert in den Bremsbelägen, dass sich nachher im Betrieb nicht lösen können. Das sind diese Schrauben hier. Diese Schrauben haben alle eine Dichtung. Jede einzelne Schraube hat eine Dichtung, dass der Bremskörper nachher in sich luftdicht abgeschlossen ist. Das sind die Federn, die die beiden Teile miteinander verbinden, sodass diese Schraube mit der Dichtung nachher in diese Feder reingeschraubt wird und von beiden Seiten dann die Bremsteile miteinander verbindet und eine Zugverbindung da ist, die federt. Dass wenn der Deckel durch Druckluft hochgehoben wird, dass er sich nachher wieder durch die Feder automatisch senkt. Des Weiteren muss die Außenabdichtung stattfinden, einmal im äußeren Ring, einmal im inneren Ring. Das sieht man an diesem Teil der Bremse. Hier in diesem Teil sind simmeringartige Dichtungen verbaut, die sowohl die Bremse nach innen als auch nach außen abdichten. Diese Dichtungen haben wir angefertigt, die sind passgenau auf Zehntelmillimeter hergestellt und ich werde sie dann jetzt einbauen. Dazu müssen als erstes Federn eingebracht werden. Auf diesen Federn sitzt dann der Passring. Das ist der Passring, der nachher hier falsch rum in der Dichtung drin sitzt und die Dichtung in Form hält. Ist jetzt federnd gelagert, drückt also die Dichtung immer nach oben. Das gleiche passiert außen. Drin. Jetzt kommt der äußere Dichtring, der auch so gedreht ist, dass er genau in der Dichtung liegt. Liegt nachher dann in dieser Dichtung drin so. Ich hole ihn mal wieder raus. Der äußere Dichtring so. Jetzt sind beide Passringe sind jetzt eingebaut. Jetzt muss die zweite Hälfte eingebaut werden. Jetzt ist ein bisschen Fummel. So, jetzt muss ich gucken. Ich glaube, der sitzt ja nicht genau runter, ne? Ja. Ja, der muss ja innen drin in die Taschen rein. Aber ich glaube, ich habe den so gedreht, der ist schon drin. Wir müssen jetzt nur praktisch den Punkt finden, wo der. Ich glaube, der hängt hier draußen irgendwo. Innen ist er drin. Ja. So, jetzt ist die Bremse drin. So, jetzt ist sie ganz zusammengedrückt.
die Bremse. Jetzt werden dann, da haben wir uns extra einen Schlüssel für gebaut, ein wenig altertümlich, es werden diese Schrauben, die die Federn halten, mit den Gummidichtungen hier, werden jetzt reingeschraubt. Erstmal mit dem großen Schraubenzieher, dass sie packen. Eine nach der anderen. So, ein bisschen halten. Und ich denke mal, das macht der Bulle dann jetzt mal weiter. Ne? Ja. Dann kann ich nämlich schon mal. So werden sie jetzt alle reingeschraubt, bis sie drin sind und am Ende ziehen wir die dann hiermit fest an, bevor sie dann gegen rausdrehen mit den Keilen wieder gesichert werden. Ich drehe also jetzt die Schrauben, die wir jetzt zunächst mal handfest hier reingedreht haben, die drehe ich also jetzt mit Kraft fest an. Ja, die werden also jetzt richtig fest angezogen, damit die Bremse auch vernünftig funktioniert. Alle Schrauben sind jetzt fest angeschraubt und müssen jetzt gesichert werden, dass sie im Betrieb sich nicht wieder lösen können im Bremsgehäuse und zu Schäden führen. Dazu nimmt man flachen Federstahl. Der flache Federstahl wird leicht gebogen. Wird dann in die Nut eingesetzt. Und wird in den in die Bremsbeläge reingeschlagen. Als Verankerung. Jetzt ist die Schraube verdrehfest gesichert. Und kann sich im Betrieb nicht mehr lösen. Und das schafft so ein kleines Metallstück? Ja, die muss ja nur die Anfangsdrehung halten. Da kommen keine großen Kräfte, nur sowas passiert ja durch Vibration, durch Rotation. Können sich Schrauben lösen, aber wenn man die Anfangsdrehung schon verhindert, dann ist eigentlich schon alles passiert. Große Kräfte sind da nicht zu halten. Wir haben hier eine rechts, eine links. Das ist die zweite, die haben wir schon fertig zusammengebaut. Hier sind alle Schrauben schon reingesetzt mit Dichtungen. Und sind alle mit Federstahl quer in den Bremsbelag gesichert, dass sie sich nachher im Betrieb nicht wieder rausdrehen können und die Bremse sich im Gehäuse lösen kann. Diese Bremse ist fertig. Und jetzt zeige ich die Funktion. Ich habe hier Druckluft. Und ich simuliere jetzt praktisch den Betrieb im Fahrzeug mit der Druckluftanlage, indem ich Druckluft in die Bremse reingebe. Und wir sehen, die Bremse hebt sich an, die Bremse hält auch das Maß und erst wenn ich rausziehe, kann die Druckluft rückwärts wieder ausströmen. Finde ich so geil, könnte ich den ganzen Tag machen. So, das sind die fertiggestellten Gehäuse für die Bremsen. Man sieht hier, das ist ein Lenkbremsgehäuse, das ist schmaler, die Fahrbremsen sind etwas dicker. In diesem Gehäuse läuft dann die Bremse, die ich eben erklärt habe. Mit diesem Flansch ist das Gehäuse verbunden mit dem Differentialgetriebe. Und die Fahrbremse ist mit diesem Flansch verbunden mit dem Antrieb, um das ganze Fahrzeug nachher abbremsen zu können. Hiermit wird ja nur das Differential gebremst, um die Lenkung zu bewirken. Wenn die Bremse auseinander geht, drückt sie sich an beiden Seiten gegen das Gehäuse und führt so zur Bremsung. Jetzt wird diese Bremse mit diesen Dornen hier fest im Getriebe hier verankert. Und aufgesteckt. Und schon ist die Kiste fertig. So, das passiert auf beiden Seiten. Und wenn die Bremse fertig montiert ist, läuft hierum jetzt das Gehäuse. Das Gehäuse geht dann mit der Achse oder mit dem Flansch ins Getriebe rein. Wenn dann die Bremse aufgeht, wird das Gehäuse abgebremst. Das Gehäuse dreht sich also permanent mit, wird das Gehäuse abgebremst und somit wird das Differential auf dieser Seite abgebremst und die Kraft geht in die andere Seite und das Fahrzeug lenkt. So, Gerald,
Dann nehme ich immer das Teil jetzt. Steck das jetzt schon mal hier drauf. Nehmen dann beide Teile. Und steck das jetzt auf dem Getriebe drauf. So. Und schon mal das andere Teil jetzt. Jetzt. Ja. Das hier zwei. Ja. So. Genau. Schön mit dem Sicherungsring. Sicherungsring nach oben. Den wollen wir ja umschlagen, wenn die Schrauben fest sind. Jetzt nehme ich die Sicherungsmutter, damit die Bremse nicht vom Getriebe runterfallen kann. Jetzt ziehe ich dann fest. Mit dem Hakenschlüssel können wir dann nachziehen. Und dann werden die hinterher mit zwei Sicherungsbleche hier noch nachgesichert. Wir haben hier das Fahrzeuggetriebe, das Lenkgetriebe mit den angebauten Lenkbremsen. Die Leitungen, die Druckluftleitungen und wir haben hier die Lenkung eingebaut. Man sieht hier die eingebaute Lenkung mit dem angebauten Druckluftteil. Die Druckluftleitungen laufen für den rechten Teil und den linken Teil der Lenkung zu den Lenkbremsen und steuern dann die Lenkung an. Wenn man die linke Bremse anbremst, weil man eine Linkskurve fahren möchte, wird das Differential auf dieser Seite abgebremst. Dann wird diese Kette automatisch langsamer, diese Kette wird schneller und das Fahrzeug fährt die Linkskurve. Das ist das gesamte Prinzip der Halbkettenlenkung. So, wir haben jetzt hier vor uns das Lenkgetriebe liegen. Es ist in einem hervorragenden Zustand. Es übersetzt erstmal vom Motor her auf die Ketten. Hierbei haben wir eine Gelenkwelle, die hier angeschlossen wird, die dann zum Motor geht, die Kraft kommt hier rein, dann geht es weiter in das Getriebe. Das hat jetzt zwei Funktionen, einmal über ein Ritzel, was zugeschaltet werden kann, als Geländegang oder als Straßengang. Die Schaltung erfolgt hier über diese verschiebbaren Zahnräder, ähnlich wie beim normalen Getriebe. Das ist also die Übertragung auf die Ketten. Und hier das Ritzel ist für die Übertragung einer Seilwinde, die hier hinten noch angeschlossen werden kann. Auch über diese Übersetzung. Dann passiert Folgendes. Die Kraft kommt also vom Motor hier rein. Und hier haben wir ein Kraftübertragungsgetriebe, ähnlich eines Differentials vom Auto. Die Frage, die häufig gestellt wird, ist, wie kann ein Halbkettenfahrzeug, ein Kettenfahrzeug, überhaupt lenken. So, dazu ist es notwendig, wie vorher schon mal erklärt wurde, die Lenkbremse, die dann hier auf diese Welle drauf sitzt, die wird abgebremst, dann geht die Kraft, die hier vorher war, auf die andere Seite, nicht vollständig, die läuft langsamer, diese Welle, kann man sehen, läuft schneller und umgekehrt, wenn ich hier festhalte, läuft es da schneller. Das heißt, wenn eine Seitenkette schneller läuft, wird ein Fahrzeug die Kurve nehmen müssen. So, die Kraft ist immer die gleiche oder die Leistung bleibt immer gleich. Wobei die Leistung aufgeteilt wird, wenn ich hier festhalte, geht die Leistung mehr nach hier, hier weniger, da mehr. Aber die Leistung als solches geht nicht verloren. So, wir werden jetzt in den nächsten Tagen dieses Getriebe ganz auseinandernehmen. Wir wollen alle Kugellager, alle Simmerringe, die sich im Getriebe befinden, erneuern, weil alles ist ja schließlich 70 Jahre alt. Wir würden auch den Käfig öffnen und würden die ganzen Triebräder alles reinigen an der Bürste,
und Rostrückstände entfernen, um nachher ein wirklich neuwertiges Getriebe zu haben. Wenn man aber sieht, wie gut sich dieses Getriebe über die mittlerweile ja über 70 Jahre gehalten hat, stellt sich die Frage, ob wir es überhaupt machen werden. Wir werden es also jetzt erstmal mit Benzin und mit Bremsenreiniger alles reinigen. Und wenn die ganzen Wellen spielfrei drin sind, dann die Buchsen also kein Spiel haben auf die Welle, werden wir vielleicht auch den Käfig zusammenlassen. Ansonsten sieht man sehr schön, hier ist es alles nummeriert, hier ist die Nummer 4. Wenn man dann weiter dreht, hier kommt die Nummer 2, dann kommt hier die Nummer 3, hier ist wieder die Nummer 3. Es ist alles nummeriert, man baut es in der Reihenfolge wieder genauso zusammen, wie man es auseinandergenommen hat. Wenn man es nicht tut, kann man auch nicht fahren oder es kracht einmal ganz laut. Man muss es also exakt wieder so zusammenbauen, wie es war, weil es ein sehr kompliziertes Getriebe ist. Wenn man da etwas falsch zusammenbaut, dann wird es auch nachher irgendwo zerbrechen. Darum ist auch alles durchnummeriert und recht einfach wieder zusammenzubauen. Das Wissen, diese Getriebe zu restaurieren, ist einfach dadurch entstanden, dass man es vor etlichen Jahren angefangen hat zu machen mit Leuten, die wussten, was sie tun, die also im Getriebebau perfekt sind und die sich diese Getriebe angesehen haben und gesagt haben, wie mit diesen Getrieben zu arbeiten ist, die auch beim Auseinandernehmen schon sehr genau darauf geachtet haben, wie sie verarbeitet waren, die diese Getriebe erfolgreich verarbeitet haben und dann dieses Wissen auch an uns weitergegeben haben. Das ist gerostet in der Verzahnung, keine Rostbitte, nee, nichts. Da muss man sich wirklich überlegen, wenn man das einmal richtig gereinigt hat. Ich würde da nur reinigen. Und du merkst, da ist kein Spiel drin. Dann wäre es falsch, das auseinanderzunehmen. Nee, du könntest nur was falsch machen. Ja. Wenn du aber irgendwo Spiel hast, okay, dann ist natürlich dann klar, da müssen Buchsen gewechselt werden. Musst du durchdrehen, Welle für Welle durchdrehen. Genau. Hier. So, dann musst du gucken hier. Ja. So dreht man die jetzt durch, dann musst du gucken, ist hier irgendwo ein Schaden dran, dann musst du natürlich was machen. Genau. Aber wenn kein Schaden ist, dann bleibt es so, wie es ist. Weil sobald du was auseinandernimmst, kann sich was verschieben, kann sich was versetzen. Wenn kann nur schlechter werden. Da kann nur schlechter werden. Kann nur schlechter werden. Also, wobei hier drin sind ja alles Kugellager, die müssen neu. Die haben teilweise ja trocken gestanden, hier die großen Lager. Ne? Gut, die kann man ist ja nur bis hierhin Öl drin, dann stehen die hier oben jahrelang trocken. Ja? Richtig. Da musst du was tun. Es wäre noch zu sagen, dass in allen Halbkettenfahrzeuge diese Art Getriebe drin sind, in allen. Außer jetzt ein bisschen modifiziert, größer, kleiner. So. Aber die Wirkungsweise ist bei allen Lenkgetrieben in Halbkettenfahrzeugen gleich. Man soll also grundsätzlich mit einer Halbkette in Kurven nicht zu viel lenken und man soll nicht versuchen, mit einer Lenkbewegung möglichst die Kurve zu kriegen, sondern man soll lieber nochmal zurücksetzen, nochmal ausgleichen, nochmal wieder vorsetzen, um nicht mit letzter Kraft versuchen, in die Kurve zu kommen. Wenn man das versucht, dann geht die Kraft über diese Einheiten hier. Und wenn man dann in einer engen Kurve sehr stark gelenkt hat und versucht, mit Kraft nochmal mit einer Kette zum Beispiel über einen Baumstamm zu fahren, dann geht das alles hier über diese Stifte und dann sitzt hier so viel Kraft drauf, dass teilweise die Getriebe an diesen Stellen gesprengt worden sind. Und darum ist man dann auf diese Passstifte gegangen, weil die Passstifte scheren dann einfach ab und man kann das Getriebe nachher wieder reparieren. Man muss dafür zwar alles wieder auseinandernehmen und alles wieder zusammenbauen, aber es wird nicht zerstört, was dann im Feld wahrscheinlich auch sehr wichtig war, dass man nicht ein ganzes Getriebe neu geliefert bekommen musste, sondern dass man das Getriebe wieder reparieren konnte. Also ganz wichtig bei einer Halbkette, nicht versuchen, die enge Kurve mit einer Lenkung zu nehmen, sondern man soll sich mit dem Rangieren im Getriebe mehr Platz lassen, um das Getriebe an diesen Stellen nicht über zu beanspruchen. So, jetzt sind wir bei den Fahrbremsen angekommen. Wir haben die Fahrbremsen schon vorbereitet. Hier haben wir eine fertige Fahrbremse liegen, die ist schon fertig montiert. Hier haben wir die Fahrbremse in zwei Teilen liegen, wie sie noch fertig zu montieren ist. Im Unterschied zur Lenkbremse, die ja mit den kleinen Federn verbunden war, ist die Fahrbremse nur durch 4 solche Federn verbunden, hält zusammen, zieht die Bremse nachher auch wieder zusammen. Die Druckringe der Dichtungen sind genauso hier drunter angesetzt wie bei der Lenkbremse, um diese Dichtungen nachher hier in Form zu halten. Der Unterschied hauptsächlich sind diese Kugeln. Diese Kugeln bewirken, dass der innere Bremsring sich in dieser Form nach oben und seitlich zu bewegen hat, in einer Zwangskurve und nicht ausweichen kann, weil im Gegensatz zur Lenkbremse, die relativ im Differential relativ wenig Kraft zu bremsen hat,
muss diese Bremse das Fahrzeug mit vielleicht 13, 14, 15 Tonnen auf zwei Bremsen abbremsen können. Und da würden die kleinen Federn wie bei der Lenkbremse einfach innen drin abscheren. Diese Kugeln halten diese Kraft aber und halten die Bremse auch dann parallel stabil. Die Bremse kann nicht ausweichen, kann sich nicht verkanten, sondern sie läuft durch diese Kugeln. Wenn die innere Scheibe hochläuft, läuft sie absolut parallel und dichtet ab. Ansonsten das gleiche Prinzip. Wir haben den inneren Dichtring, wir haben den äußeren Dichtring und haben damit die ganze Bremse abgedichtet. Dann kann ich jetzt anfangen, die Bremse zu montieren. Das ist der Bremshebel für die Handbremse. Der innere Ring eingefädelt werden. Das ist immer so ein bisschen Geduldsarbeit, wenn man die Lippendichtung dabei auch nicht kaputt macht. Jetzt ist die Bremse drin. Ja. So, jetzt ist sie ganz zusammen. Jetzt müssen die vier Federn rein. So, und schon ist die Bremse fertig. Jetzt machen wir die Funktionskontrolle. Schon ist die Fahrbremse fertig. Die Scheibe kann sich jetzt nicht auf dem Kugelweg so bewegen, weil sie ja flach liegt. Wenn ich sie stellen würde, dann würde sie über die Kugeln so rollen. Und im Fahrzeug ist sie senkrecht eingebaut, dass sie immer über den Kugelweg sich so verdrehen muss und reinrollen muss, um zu bremsen. Mit diesen beiden Öffnungen hier ist die Bremse nachher in den Antrieb eingeklemmt, sodass dieser Teil der Bremse feststeht. Und das Gehäuse geht wieder mit dem Flansch hier durch in den Antrieb rein. Und wenn der Antrieb, von der Antriebswelle wird der Antrieb angetrieben. Wenn der Antrieb sich dreht, dreht sich das Gehäuse mit. Der Teil ist im Gehäuse fest verankert. Und wenn die Bremse wirkt, wird sie den ganzen Antrieb in dem Moment abbremsen. Und so funktioniert die Bremsung. Bei der Tonnenzahl ein wenig schmal. Und darum steht auch in der Betriebsanweisung, man sollte möglichst nicht bremsen. Die Handbremse funktioniert gut, bei der Fahrbremse bin ich selber immer etwas vorsichtig. So, jetzt haben wir das äußere Bremsgehäuse von der Fahrbremse. Hier ist der Flansch fest verschraubt. Der Flansch geht später in den Antrieb rein, auf dem der Zahnkranz sitzt, der die Kette antreibt. Und durch den Antrieb geht die Antriebswelle, die aus dem Lenkgetriebe kommt. So, jetzt wird die Bremse montiert. Hier kommt dann später der Bremshebel drauf. Der ist nur für die Handbremse, weil die eigentliche Bremse funktioniert ja über Luft zum Fahren, die Fahrbremse. Jetzt. Auf noch. Ja, jetzt. Ja, so.
Der Schraubenkörper ist sehr schwer. Habe ich. Das sind 70er Schlüssel haben wir hier. Ja. Der kommt drauf. Das ist der Bremshebel für die Handbremse. Fertig ist die Bremse. Wenn euch das gefallen hat, was ihr gesehen habt, habt ihr die Möglichkeit, in anderen Filmen noch mehr über das Fahrzeug und die Restauration der schweren Wehrmachtschlepper zu erfahren. Ihr braucht nur hier anzuklicken und dann seht ihr andere Beiträge, die durchaus genauso interessant sind wie das, was ihr gesehen habt. Und im Endeffekt würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unsere Filme reichlich kommentiert und uns im Ende noch einen Like schenken würdet. Vielen Dank.